Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Grounded. Ich bin pünktlich um 20 Uhr ins Bett gegangen, damit ich jetzt hier um 6 Uhr morgens aufstehen kann. Ich habe nämlich viel vor mit euch. Heute geht es nämlich ins Nebellabor. Hier unten ist der letzte Story-Burgle-Chip. Ich brauche allerdings noch eine Kleinigkeit. Ich muss diesen Löwenzahn hier fällen, der endlich mal wieder gewachsen ist. Ich brauche nämlich einen neuen Fallschirm. Ich habe in letzter Zeit so viel, bin ich rumgesprungen und rumgegleitet, dass mein Fallschirm kaputt ist. Fast. Und der wird jetzt einfach mal ausgetauscht. So, zack. Dann kommt der hier rein. Zack. Der wird zerstört. Stapel verschrotten, jawohl. Ach ja, mein Ameisenlöwen-Großschwert. Habe ich erwähnt, wie sehr ich mein Ameisenlöwen-Großschwert liebe? Das wir in der letzten Episode gebaut haben. Ich habe Durst, sehe ich gerade. Und ich habe Hunger, wie ich sehe. so sehr, dass ich es auch... Moment. Verbrauchen. So sehr, dass ich es aktuell upgegradet habe, soweit es ging. Überraschenderweise hat es einfach ganz klassisches Upgrade-Material benötigt, wie alle anderen Waffen auch. Jetzt bin ich angekommen bei Stufe 6 oder halt 5 und müsste es jetzt für Stufe 6 dann mit mächtigen Klumpen aufrüsten. Da fehlt mir nach wie vor der der Schmelzofen. Ich hoffe ja jetzt wirklich inständig, dass wir den da unten im Superchip hier finden. Im Nebellabor. Es gibt mehrere Eingänge zum Nebellabor, das weiß ich noch aus der Early Access Phase. Und einen, da weiß ich ziemlich genau, wo er ist, nämlich hier, da bei dieser umgekippten, das ist glaube ich auch nochmal irgendeine Schaufel oder sowas. Und da ist ein kaputtes Rohr, wo ich unter Wasser tauchen muss. Deswegen habe ich auch meine Schwimmausrüstung dabei und zur Not, man weiß es ja nie, die Gasmaske. Die kann auch nie schaden. Gerade weil hier in der Gegend, nee, das war da hinten, ne? Da ist nämlich die Müllablagestation der Familie. Jede Menge Müllsäcke und stinkendes Zeug. Und da kann man nicht hin, ohne dass man sofort irgendwie einen üblen Atemwegstod stirbt. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. Wer weiß, was in diesem Nebellabor, ich meine, das wird seinen Namen nicht zu Unrecht tragen, auf uns wartet. Die Sache ist die, ich komme, glaube ich, hier unten irgendwie durch. Ich muss nicht unbedingt oben über den Bienentisch und die Seilrutsche in den Sandkasten, um dort dann in den unteren Bereich zu kommen, weil das geht irgendwie auch so. Wenn ich jetzt an diesen Grashelmen vorbeikomme, ja. Aber das ist das Einzige, was mich an dieser Axt, an diesem Großschwert stört, wenn man das hält, dann hast du so ein Teil im Gesicht. Man sieht kaum was. Dazu dieser Lücke muss ich, aber dazu muss ich erstmal über diesen Spalt. Den habe ich übrigens weitgehend leergeräumt. Off the record, da unten war noch so die ein oder andere Wissenschaft zu finden. Ein Milchmolar habe ich da noch aufgetrieben und jede Menge von diesen netten Viechern hier aufgescheucht. Wir lieben sie. Nicht. War ich hier noch nie? Ich war hier noch nie. Das ist überraschend. Gibt es hier irgendwas zu lesen, zu mitnehmen? Nein? Ach ja, ich kann gerade mal einen Blick werfen auf die... Genau, ich habe noch drei goldene Milchmolare. So, jetzt wird's... Hey. Willst du mich verarschen? Mit der Faust kaputt gehauen. So, nein, falsch. Ich brauche die goldene Milchmolare. So, maximale Rohstoffstapelgröße, Verbrauchsgegenstandgröße. Ja, das muss ich nachziehen. Wunderbar. 12k habe ich mittlerweile. Ah, oh, ich brauche diesen Burgerchip, aber ganz dringend. Gut, steil nach rechts. Was habe ich denn jetzt da eigentlich eingesammelt? Ja, why not? Ich habe aktuell noch Platz. Das wird das erste sein, das rausfliegt, wenn ich keinen Platz mehr haben sollte. Und hier ist überall dieser Spalt. Ich muss einfach jetzt... Ich sehe gerade, ich habe verflucht wenig Verbände. Das ist das Einzige, worauf ich mich jetzt nicht vorbereitet habe. Deswegen hoffe ich, dass jetzt hier auf der anderen Seite nochmal irgendwie ein bisschen Grünzeug wächst. Damit ich noch ein paar, zwei, drei Verbände noch zusätzlich habe. Komme ich hier unten durch? Nein. Wie komme ich an diesen Steinen vorbei? Da ist irgendwo liegt eine Kassette. Eine schräge Kassette. So eine schöne alte Audiokassette, wo, wenn sich das Band irgendwie verhuddelt hat. 80er Jahre Menschen kennen das. Mit einem Bleistift dann schön reinstecken und umdrehen. Gut, das ist hier.
Aber jetzt vorher echt nochmal ein paar Fasern finden. Das wird hier doch bestimmt irgendwie wachsen, jawohl. Wie viel habe ich jetzt an 3? Also, 1. Ich bin so froh, als ich diesen Perk gelernt habe. Geh weg. Dass Verbände nicht mehr so viel Rohstoffe kosten. Gerade was das, das Harz angeht. So, herstellen. Zack. Und Verbände, Faserverband. Also dieses Faserverband Plus habe ich, glaube ich, irgendwie. Wie viel habe ich jetzt? 9. Reicht das für einen Dungeon? Der Dungeon ist nicht so groß. Das kann, daran kann ich mich noch gut erinnern. So, hier ist das Rohr. Ja, ich habe es gefunden. Jawohl. Gleich mal mit meinem neuen Schirm hingleiten. Und hier unten, da zählt jede Sekunde, weil der Weg präzise darauf getimt ist, dass man genau so... Wo ist mein Hammer? Habe ich meinen Hammer weggeworfen? Komisch. Mein Insektenhammer ist kaputt. Was brauche ich denn dafür? Oder er ist weg? Er ist einfach weg? Das dürfte ich zu Hause haben. Das ist kein Problem, den wieder zu bauen. Aber strange ist das schon. Naja. Gut, also. Tauschen wir den Helm gegen die Sauerstoff... was ist das? Das Kiemenrohr und die Flossen. Jawohl. Dann speichern wir. Natürlich habe ich nicht meine Lampe mitgenommen. Das habe ich jetzt vergessen. Cool. Ist okay. Das wird reichen. Okay, Vollgas. Ja, es ist hell genug. Und hier gibt es auch nochmal Luftblasen. So. Ey! Achso. Hier nochmal. Und rechts ging es da... Da ging es, glaube ich, zum Labor. Und jetzt muss ich hier lang... Weil hier war dann, hinter Hindernissen waren auch noch Geheimnisse. Aber jetzt muss ich hier erstmal wieder Luft holen. Wie gesagt, hier zählt wirklich jede Sekunde. Und Ausdauermanagement. Dann nicht an diesen Wurzeln hier hängen bleiben. Außerdem kommen davon jetzt noch Wasserspinnen. Weiter, weiter, weiter. So, Vollgas. Ah, das ist denn... Ah, ich bin falsch falsch. Ist okay. Ich muss hier nachher wieder hin. Das ist der Eingang zum Nebellabor. Der Hintereingang. Aber ich will jetzt noch auf den, in den Seitenbereich. Ich glaube, dann war da das Geheimnis. Irgendein Molar oder sowas. Schauen wir mal. Was ist noch ekliger als Spinnen? Wasserspinnen. Also tauchende Spinnen ist doch echt... Also, nee. Warum hat die Natur sowas erfunden? So. Muss auf meine Ausdauer achten. Bin jetzt relativ schnell immer von A nach B geschwommen. Und das hier kostet natürlich auch Kraft. Ausdauer generieren. Mich von den Wanzen hier beißen lassen. Oder Wasserflöhe oder was auch immer das ist. Und schnell nach hinten. Ja, da sind Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Goldmolar und Weisheit. Wissenschaftspunkte. Und sogar... Wow. Das sind mal echt 3 Funde auf einmal. Das lohnt sich. Sekunden, das reicht noch locker, um wieder zurückzukommen, aber ich bin trotzdem irgendwie latent panisch. Um Subnautica zu zitieren, Oxygen. Oxygen. So. Ich speichere jetzt einfach mal, wenn ich kann. So.
Ich habe übrigens auch off the record, weil ich euch das nicht antun wollte, ich hatte nämlich schon danach gesucht, den Eingang, es gibt im Teich, gab es ja nochmal ein kleines Labor am Südufer und ich habe da, als ich da das letzte Nacht gesucht hatte, hatte ich den Eingang nicht gefunden. Entschuldigung. Und das habe ich jetzt tatsächlich entdeckt und dort habe ich, ich weiß nicht, ob ich es hier zeigen kann, die Hälfte eines Medaillons gefunden, eines Elfenmedaillons. Und ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, was das ist. Hey, Kamera, ich werde beobachtet. Und die zweite Hälfte findet man in dem Dungeon, der uns noch fehlt, hier rechts oben, im Sumpf-Dungeon. Und wenn man das zusammenführt, gibt es ein mächtiges Perk. Oh, da bin ich echt gespannt drauf. Außerdem habe ich jetzt endlich, das war hier, ich habe da in der vorletzten Episode, habe ich danach gesucht, nämlich hier den Vergrößerungscocktail, das, was uns quasi aus dem Spiel bringt, was uns letztlich wieder groß machen lässt. Bärenleder habe ich, Kaugummi-Stückchen habe ich auch ohne Ende, eine Keuschuppe fehlt mir noch eine zu Hause und diese beiden Zutaten wohl auch noch, da muss ich wohl Burger noch befragen und deswegen suchen wir uns auch jetzt hier diesen Chip, damit er sich daran erinnert. Oh, und überall explodierende Pflanzen, das lieben wir ja. So, mittlerweile, wie viel? 13k? Ach, hier explodiert. Autsch! Ja, ich weiß, aua. Heilen wir uns gleich mal. Aber das ist der Hintereingang ins Labor. Aber das ist, wie gesagt, soweit ich mich erinnern kann, Gott sei Dank nicht so groß, wie jetzt zum Beispiel das Heckenlabor. Oder das schwarze Ameisen. Oh, oh, oh. Ah! Okay, du wirst mein Großschwert spüren. Drei Schläge mit dem Ding. Und es gibt halt immer Wissenschaftspunkte. Ich liebe es. Gut. Hey. Ey, was habe ich eigentlich bislang ohne dieses Schwert getan? Das ist so toll, dieses Ding. Immer 50. Oh? Was habe ich damit jetzt ausgelöst? Da geht's nach oben. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ah, shit. Ja, das ist der gemeine Raum. Da muss ich jetzt diese Pflanzen immer wieder nachwachsen und explodieren. Ganz schnell. Oh, ich sag gleich. Genau. Ja, genau. Au. Au. Immer kaputt schlagen, damit die aufhören zu explodieren. Weil das richtet einen fiesen Aerial of Effect an. Oh. Au. Aber ich habe echt eine gute Panzerung. Okay. Au. Au. Wo war das? Da. An der Decke hängen die auch noch. Explodier, jawohl, wachse nach, jetzt kann ich dich kaputt schlagen. Ha! So. Yes. Wie viel habe ich denn? Warte mal, wo steht das? 13.900. Pilzauswuchs. Ich habe davon jede Menge zu Hause, aber ich nehme es mal mit. You never know. Wenn es hier schon rumliegt und ich das gerade mühsam erkaufen musste. Ich esse mal was. Ich habe genug dabei. Roh, das ist roh, das habe ich nicht noch. Verbrauchen. So. Bisher brauchte ich meine Gasmaske nicht. Das ist okay. Aber always stay on the safe side of life. Oh, oh, oh. Wo ist eigentlich der Burger-Chip auf der Karte? Der ist nah. Müsli-Riegel. Spröde Quarzitscherbe. Schokoriegel. Ein Schalter. Ah, das wird die andere Tür sein, die draußen war. Mit dem Kabel, ne? Too hard. Bottom lit easy pour. Just right. Edible mushrooms that talk? You're so smart, Wendell. Hi. Sponsored Slapshot. Fart solidifier. Spray for something. Hm. Aufs Eis. Oder was soll das bedeuten? Naja.
Okay, das war jetzt eine sehr, sehr magere Kiste. Die waren schon besser. Okay. Gut. Überlebt. Hier sind noch weitere von den Pilzauswüchsen. Die brauche ich übrigens für die Sprengbomben, die Handgranaten. Aber bevor wir jetzt in den anderen Eingang gehen, den ich gerade geöffnet habe, schauen wir mal, wo es hier hingeht. Wahrscheinlich ist es der andere Eingang ins Labor. So oder so. Mal kurz speichern. Ein Wasserspender. Das ist ja nett. Noch eine Kiste. Ugh. was haben wir hier? Kassette. Trudy was right. As always. Perhaps she should have been the inventor and not me. I should have listened to her when she insisted that I stop the experiments. But if I pack it up now, I will have nothing to show for it. No Trudy and the kids. No Spacer. Not even my own health. Yee. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, folding, raising. But why? What am I becoming? A wrinkly virus, flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Das ist wirklich der Ausgang. Now, though we only branched on the evolutionary tree a little over a billion years ago, I can see it's getting closer again already. We're all a bunch of fun guys here, aren't we? Ich weiß, was passiert ist. Die Fliegen, die greifen mich so an, dass ich meine aktuell getragene Ausrüstung verliere. Wie jetzt gerade. Mein Hammer liegt irgendwo noch da draußen. Und hier ist der andere Ausgang. Okay, gut. Aber dann... Wo? Ich bin da irgendwo von Fliegen. Ich glaube, ich baue mir echt einen neuen. Weil ich das... Ob ich den jemals wieder finde, der wird mir zwar, wenn ich nahe dran bin, angezeigt, aber bis ich hierher gekommen bin, oder liegt er hier? Weil hier waren auch Fliegen. Oh, oh. Autsch. Mann. Okay, dann jetzt erstmal hier rüber. Da ist jetzt die Tür offen, oder? Ja. Oh, okay. Ein weiteres... Ja, das weiß ich noch. Das war wie so eine Art Mini-Boss. Aber ich hatte damals in der Early Access-Phase auch kein Ameisenlöwen-Großschwert Stufe 5. Da habe ich echt lange dran gesessen an diesem Vieh. Vor allem, weil er nicht allein war. Komisch. Trüffel, Mutation entdeckt. Was ist das für eine Mutation? Trüffel. Speerwerfer, Meuchler, Barbar, Grasse, Ameisen. Trüffel. Trüffel. Die Pilze des Nebels haben von deiner kleinen Gestalt Besitz ergriffen und verleihen dir ihre Kräfte im unbewaffneten Kampf. Warum sollte ich unbewaffnet kämpfen? Wenn ich immer auf meinen leeren Zweierslot sehe, werde ich echt traurig und verärgert über diese blöden Fliegen, diese Infizierten. Dass ich das nicht bemerkt habe, dass der plötzlich weg ist. Au. Noch wo? Nee, also das letzte Mal, das war in der Early Access Phase schwieriger, weil der Käfer nicht allein war. Der war noch umringt von jeder Menge Gedöns und dann bin ich hier im Flur immer zurückgelaufen und hab die alle mit Pfeil und Bogen beschossen. Das war echt lästig. Jetzt geht's ja. Halt, benutzen, halten. Jawohl. Natürlich muss man's halten, damit man sich nicht an dem Käfer vorbei... Infizierte Käfer sind von dir genervt. Okay. Ah, ja genau, die Viecher, die waren's. Hab ich euch schon mal angeguckt? Ja. Wisst ihr, was noch nerviger ist als Milben? Infizierte Milben. Das wird doch jetzt hier der Chip sein, oder? Ja. Das nehmen wir alles mit.
Davon habe ich echt tatsächlich fast nichts mehr. Ich weiß zwar nicht mehr, ob ich es brauche für irgendwas, aber. Da ist er. Juhu. Was ist eine Kassette? This has gone poorly. Very, very poorly. The essence of failure, the pinnacle of its craft. Local fauna? Berserk! Mushrooms exploding! My condition, like a baby toe after a long bath. Burgle, are you there? Is this a test? Yes, Burgle, it's a test. Now listen carefully. I'm abandoning this facility immediately. Initiate protocol. Ich könnte den einfacheren Weg aus dem Hinterausgang oder Vorderausgang, was es auch immer ist, aus dem anderen Ausgang nehmen. Aber vielleicht habe ich jetzt auf dem Weg nach Hause das Glück, doch noch irgendwo meinen Hammer zu finden. Ey, die Viecher, also auf Dauer und in dieser Zahl, nerven die ganz schön. Und ich bin so froh, dass ich keine Lampe gebraucht habe. An die habe ich jetzt einfach echt nicht mehr gedacht. Okay. Alles klar, wir sind draußen. Jetzt erstmal eine Heilung. Erstmal speichern. Und dann erstmal nach Hause. Ach, da geht's lang. Und ja, das ist das Haus. Nach Hause liegt auf dem Weg zu Burgle. Insofern alles okay, alles richtig gemacht. Wir gehen außen rum. Und dann schaue ich gleich, ob ich die wirklich richtigen Zutaten habe für den Hammer. Den neuen. Weil ich glaube echt nicht, dass ich den finde. Ich wüsste nicht mehr genau, wo an diesem Graben ich den, ich den verloren habe. Ich bin nach da hinten auch gelaufen, ne? Ich guck mal kurz hier hinten. Weil an sich finde ich jetzt gerade diese Wissenschaftspunkte, die da unten liegen, sehr viel reizvoller als mein Hammer. Da sind noch mehr von diesen ekelhaften. Ach nee, das sind nur die Milben. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Stinkekäfer, den nehme ich mit. Ich glaube, das brauche ich sogar tatsächlich für den Hammer. Okay. weg hier. Das rosa Leuchten da hinten. Das ist eine Distel. Okay, das sah so aus wie ein großer Wissenschaftspunkt. Mei, oh mein. Oh, hier ist ein Zahn irgendwo. Vermutlich da unten. Ja, da ist er. Ich habe keinen Hammer. Okay. Ich kann leider keine Punkte, oder doch, einen Wegpunkt kann ich platzieren. Dann lasse ich den mal hier. und komme wieder. Mit einem Hammer. Verdammt, ey. Warum gibt's auch sowas? Solche Gegner, die sowas machen mit dir. Das ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Echt nicht. Hep. Es ist fast schon ein kleines bisschen. Also, ich fand ja bisher die Dungeons, jeder für sich, echt. Auch ein Herausstellungsmerkmal. Allen voran der Heckendungeon, den wir als allererstes gemacht haben, das Heckenlabor. Das so cool zu erreichen war und so cool zu erkunden, wo sind die Passwortschnipsel, die man finden musste, alle Gänge abklappern und so. Das Ameisenlabor war super mit dem Boss. Da war jetzt hier das Nebellabor fast schon ein bisschen enttäuschend, weil irgendwie gerade mal so 50 Meter lang und innerhalb von 10 Minuten erledigt. Da wäre mehr drin gewesen, finde ich. Gerade wenn es ein Story-Dungeon ist. So, tauschen wir mal wieder die Rüstung aus. Gut. Yo. Die kommen in die Kiste, mein Bogen. Das ist echt sehr strange, dieses Umstrukturieren und Umbauen des Inventars bei den Waffen, die das Spiel
dass das Spiel irgendwie immer wieder vornimmt. Ich finde es total bizarr. Das stört mich auch. Gut. Oh Gott, wie viel habe ich von denen? Wow. Dann kann ich die anderen vernichten. Oh, Marienkäfer habe ich. Dann, da sind ja noch mehr. Stapel verschrotten. Und dann gucken wir, ob wir den Hammer bauen können. Das wäre echt toll. Die Fliegen kommen auf den Grill. Die Tür mache ich zu, sonst kommen jetzt die Ameisen wieder. Hatten wir alles schon. Davon bin ich jetzt auch wieder. Damit bin ich gut versorgt. So, die da. Und der Rest kommt nach oben. Und dann geht's ab zu Burgle. Und hoffentlich, hoffentlich hat er das, was ich möchte. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen besser stapeln, ne? Cool. Das heißt, auf 19 geht's hoch. Yes! Hier auch? Ne, das sind keine Verbrauchsgegenstände. Oder was habe ich da abgegradet? Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder sehr viel mehr stapeln. Das ist echt gut. Okay, das Wasser-Tauchequipment kommt wieder hier runter. Dass ich wieder Platz habe in meinem Arsenal. Und jetzt gucken wir, ob ich einen Hammer bauen kann. Hammer Nummer 2. Jawohl. Da siehst du. Gott sei Dank habe ich gerade noch den einen Toten eingesammelt. Und ich habe nur eine Kochdrüse. Da rutscht mir, glaube mein Headset runter. So, ich habe einen Hammer. Echt, echt gut. Dann gehe ich doch gerade nochmal zurück zu meinem... Hier, genau. Hatte ich eine Tür zu? Ich habe ja Sachen auf dem Grill. Außerdem kommen meine Bomben wieder weg. Das kommt auch weg. Und dafür die Pilze hier. Der schlecht schmeckende Snack, der aber seinen Zweck erfüllt, wo er sich jedes Mal darüber beklagt, dass selbst der Rosenkohl seiner Oma oder Mama besser schmeckt. Wir haben 17.32 Uhr. Also das ist noch Zeit, jetzt hier den Milchmolar zu holen, während noch Tageslicht herrscht. Das geht schon in die Abenddämmerung. Und dann schnell zu Burgle. Und bitte, bitte drückt mir die Daumen, dass es wirklich so ist, dass dieser Burgle-Chip mir den Schmiedeofen gibt. Weil dann kann ich nämlich meine Waffen weiter aufleveln. Das wäre schon schön. Hoppa. So, ich muss den Hammer in die Hand nehmen. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Das ist jetzt gerade ein blöder Zeitpunkt. Ich kann nämlich nicht speichern. So, jetzt kann man das entfernen. Und hier mutig runterspringen. Wo war denn? Da. Da hinten ist auch noch Wissenschaft. Cool. Nehme ich mit. Habe ich ja keine mehr. Oberster Marmor. Dass der hier wächst oder liegt, ist auch überraschend. Ja, aber für den dritten Hammer, Hammerstufe 3, brauche ich mehr von den Hornkäfern. Einen haben wir in der letzten Episode glücklicherweise erwischen können. Allerdings habe ich dann auch mal im Internet nachgeguckt, wo denn der vermehrt auftaucht, weil das war ja nur dieser eine. Und ich habe dann festgestellt, dass es im Endgame-Gebiet ist. Da, wo wir vor ein, zwei, drei Episoden durchgetorkelt und gerade so überlebt haben. Da werde ich aber jetzt dann nach... Also in der nächsten Episode werden wir das machen. Es geht dann hier hoch für den letzten optionalen Burgle-Chip in das Stumpflabor, dessen Eingang ich ja jetzt geöffnet habe. Dort, wo ich auch dieses Medaillon gefunden habe oder eine Hälfte davon. Und dort findet sich offenkundig auch die zweite Hälfte. Zufällig. Finde ich gut. Habe ich irgendwas zum... Nö, ne? Hey, warum? Warum landet es... Guck mal. Wie,
Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Und ich, der so einen inneren Ordnungsmonk hat, was Inventar und dergleichen angeht, macht mich fuchswild. Das ist echt. So, wo ist der Baum? Da. Aber ich lager kurz zwischendrin noch. Ach nee, Quatsch, wir nutzen die Tageslicht. Das restliche Tageslicht nutzen wir noch aus. Oh. Schnell zu Burger zu latschen. Ja. Oh. Ich liebe das Zeug. Essen, trinken und Heilung gleichzeitig. Da lang. Mehr Pilze. Einen können wir noch essen. Habe ich schon erwähnt, dass ich mein Großschwert liebe? Das war jetzt echt schon ein paar Mal gut im Einsatz und es leistet wirklich in fast jeder Situation herausragende Dienste. Ich finde es ganz, ganz toll. Also bin ich nicht nur in From Software Souls-Likes ein Fan des Großschwerts, sondern tatsächlich auch in Grounded. Wer hätte das gedacht? Dass ein Comic, ich, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Survival Game, ebenfalls die für mich beste Waffe liefert und das ein Großschwert ist. Oh, shit. Ich bin durch so ein Loch gefallen, durch so ein Käseloch in diesem Blatt. Ist doch Wahnsinn. Und das hat mich jetzt komplett aus der Orientierung gebracht, weil ich glaube, das ist jetzt hier hinter dieser Wurzel und über diese... Ah, gut, hier. Da. Burgle, 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 bitte, bitte, bitte. Schmiedeofen. Was machst du hier? Mistvieh. Wo bist du? Da. So, was hast du zu erzählen? Das dürfte jetzt auch wieder ein bisschen Lore bringen, ne? Wir können endlich das Vergrößerungscocktailrezept vervollständigen. Gib den Superchip ab und wir können dich nach Hause bringen. Ja, as if. Verarbeite, Burgle-Melodie spielt. Aber natürlich, Zehennägel. Die winzigen, unpraktischen Spatel am Ende menschlicher Zehen. Viel Spaß beim Sammeln. Und die letzte Zutat ist... Oje, 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 oje. Nein, 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 das kann nicht richtig sein. Entspann dich, Alter. Kühlmodul wird initialisiert. Ah, das ist viel besser. Bitte erlaub mir, die Ursache meiner sehr kleinen Panik zu erklären. Die letzte Zutat des Cocktails ist als fehlend gekennzeichnet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dr. Wendell Tully hat die letzte Zutat absichtlich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Warum das jetzt gerade grün geworden ist, das ist Nacht geworden, das ist der Night Mode. Probiert es mich an meine geheime Zutat zu erinnern. Wendell wollte es nicht, dass sie in die falschen Hände gerät. Er hat sie nicht einmal mir anvertraut. Das gesamte Rezept befindet sich nur in Wendells Kopf und wie gesagt, er ist schon seit Monaten nicht mehr da. Verarbeite, verarbeite. Ist verarbeite, verarbeite. Chicken Nuggets. Wendells Scab. Sein Scab verfügt über integrierte Tracking-Funktionen. Wir sollten in der Lage sein, mit diesen Infos herauszufinden, wo er sich befindet. Der zusätzliche Speicher, den du mir den Superchips zur Verfügung gestellt hast, hilft mir bei der Verarbeitung. Tut mir leid, dass ich nicht daran gedacht habe, Mr. Tully früher zu überwachen. Mach dir keine Vorwürfe. Ich verbinde mich über mein praktisches, hochmodernes Funkmodell mit seinem Scab, um zu sehen, welche Daten ich daraus ziehen kann. Wieder ein 80er Jahr, wobei das ist eher 90er Jahre. Ich habe früher auch noch so ein ISDN-Modem gehabt, das sich auch so eingewählt hat und das immer spannend war. Klappt es, sich ins Internet einzuwählen? Ich werde den Download starten. Standort. Fehler. Fehler. Typisch, funktioniert irgendwas in diesen Karten? Kleiner Rückschlag, ich kenne diesen Ort. Natürlich, das Gap ist bei Dr. Tullys Lieblingsstuhl am Schuppen. Dort müsstest du ihn finden. Und nimm diese Ersatzsicherung, um das Problem mit seinem Scab zu beheben. Er sollte dir mit dem Vergrößerungscocktail helfen können und dich in kürzester Zeit nach Hause bringen. Viel Glück, ich glaube an dich. So, erstmal sämtliche Quests abschließen. Suche Wendells Scab neben seinem Lieblingsstuhl in der Nähe des Schuppens. Kommt noch eine Einblendung irgendwo? Rezept freigeschaltet. Vergrößerungscocktail. Ich warte das ganz kurz noch ab. Moment. Vielleicht kommt noch was. Scab-Ersatzsicherung. Habe ich gefunden. Ist das ein Quest-Item? Oder ich habe es einfach irgendwo mit dabei, ne?
Noch irgendwas? Okay. Gut, also Cocktail. 10 Nägel. Ist das ekelhaft? Wo finde ich denn 10 Nägel? Ah, abgeschnittene 10 Nägel von riesengroßen Menschen. Ein etwas groteskes, aber zugegebenermaßen starkes und scharfes Stück eines abgeschnittenen Zehennagels. Wo auch immer, es steht hier nirgends, wo es das zu finden gibt. Verdammt. Ah. Ist jetzt auf der Karte irgendwie Stuhl am Schuppen? Stuhl am Schuppen. Was meinen die mit Schuppen? Stuhl am Schuppen. Also es muss doch hier oben irgendwo sein. Ich meine, das ist jetzt sowieso noch nicht unser Ziel. Weil hier gibt es keinen Schuppen. Oder ist das der Schuppen? Nö. Das muss schon hier oben sein. Ja. Das muss Richtung Endgame gehen. Werden wir schon finden. Das ist jetzt sowieso... das ist sowieso unser nächstes Ziel hier oben. Aber jetzt brauche ich noch die Confirmation, dass ich Chip Nebel. Federdächer. Kochbuch Nebel. Schmelzofen. Da ist er. Das Ding ist locker. Ein 300 Euro Headset und das Mikrofon, das lässt sich nicht mehr so richtig fest fixieren. Performing Diagnostic. Diese Schildersets, also wie teuer die sind für das, was es ist. Also, Processing. Schwanausschuss, ne? Nee, das war auf jeden Fall... doch, diese Module kann man auch echt immer noch gut kaufen. Ich habe echt so viel. Ich habe immer noch 12.000 übrig. Wahnsinn. Aber jetzt Schmiedeofen. Yes, yes, yes. Zack, 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 zack. Pilzziegel. Nice. Herstellen. Gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Also Pilzziegel aus Pilzteilen, Pilzbrei. Stabile Ziegel. Ah, da kann man dann auch gescheitere Hütten bauen. Nicht nur aus Gras, sondern wohl aus Pilzziegeln. Nice. Und dann jetzt, wo ist er? Schmelzofen. 10 Ton habe ich. 4 Brandstifter Kohlenbrocken habe ich auch. Kochdrüsen. Wo gibt's die nochmal für? Oder von was? Kochdrüse. Ein Teil des Bombardierkäfers. Okay. Dann ist das etwas, was ich quasi garantiert off the record mache. Bombardierkäfer jagen, 4 Kochdrüsen sammeln, um mit euch zusammen verdammt nochmal diesen Schmelzofen, den ich schon seit gefühlt 30 Episoden will, endlich zu bauen. Um zu gucken, ob ich dann damit schon ein paar von diesen Brocken schmelzen kann, um meine Waffen weiter abzugraden. Weil die werde ich brauchen für... das Stumpf-Sumpflabor. Ich weiß ja nicht genau, wie es heißt. Das ist aus einem vermoderten Stumpf im Sumpf. Also es kann beides sein. Und das werde ich doch brauchen. Wie wir da zuletzt durchgetorkelt sind mit unseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen, das war, dass ich das überlebt habe, weiß ich, das ist pures Glück. Jetzt mit einem Großschwert, aktuell Stufe 5 und dann eben hoffentlich durch weitere Upgrades so hoch wie geht, dann fühle ich mich gut gewappnet. Um mit euch da rechts oben ins Endgame-Gebiet zu gehen. Ein weiteres Mal. Und diesmal auch bei Tag. Das war nämlich ein zusätzliches Problem, in der Nacht dadurch zu stolpern. War kein Spaß. Absolut nicht. Könnte besser laufen. Alrighty then. Wir sind zu Hause. Es kommt alles. Was habe ich denn eigentlich noch dabei? Ja, Kochdrüsen sind aus. Verdammt, 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 verdammt. Habe ich noch was zum Kochen? Nö. Okay, das bombardiert. Ja, Kochdrüsen sind wirklich aus. Sie sind leer.
nein, nein, nein. Essen habe ich genug. Das nehme ich mal mit, um gegen die Stinkekäfer zu kämpfen. Essen habe ich wirklich genug. Meine Güte. Okay, das ist echt nicht das Problem. Gut. 22.44 Uhr. Ich lege mich hin. Und bereite mich darauf vor, jetzt ein paar Stinkekäfer zu jagen. Oh, Zwischensequenz. You do realize the director will have our heads if he finds out we're removing company property? Can you sleep at night with what this company's doing? We need to do something. Is Dr. Tully even alive? The field team reported him missing months ago. You are prolonging the inevitable. Wendell, wherever he is the only hope for these kids. I'll make the delivery to his yard discreetly. No one is even going to know. I hope you know what you're doing. Rätselhaft. The vision is complete. Now know the... Okay, einen von diesen... Ah, der ist richtig, geht bald kaputt. Deswegen essen wir den als erstes. Dann trinken wir noch was. Strecken uns, speichern ab. Und ich bereite mich auf die nächste Episode vor. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn sie euch Spaß gemacht hat, würde ich mich sehr über den Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Hier geht's in Kürze weiter. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bye, bye.